geklappt hat. Cool, dass du da bist. Wer bist du? Stell dich doch einfach mal kurz vor. Ich bin Kira. Ich bin 33 Jahre alt und bin Sterbetrauerbegleiterin und Dozentin für den Bereich Sterbe- und Trauerbegleitung. Cool. Und seit wann bist du in Weringhausen, lebst in Weringhausen, fühlst dich hier verortet? Schon immer gefühlt. Ich habe die ersten 11 Jahre hier, ich bin hier aufgewachsen, ich bin hier in den Kindergarten gegangen, in die Schule, habe dann kurzzeitig woanders gewohnt und mir war aber klar, wenn ich zurückziehe nach Hagen, dann immer nach Weringhausen und jetzt wohne ich inzwischen seit 2013 wieder in Weringhausen. Da klang er jetzt schon so ein bisschen mit. War schon immer klar, sprich die nächste Frage liegt eigentlich auf der Hand. Warum die Entscheidung in Weringhausen? Hat das für dich einen Sinn? Voll. Also erstmal ist natürlich ganz viel Kindheit hier. Wie gesagt, ich bin hier in den Kindergarten gegangen, in die Schule. Meine besten Freundinnen habe ich hier kennengelernt. Ich habe hier mein erstes Eis selber gekauft, damals noch mit 50 Pfennig und war ganz stolz. Und Weringhausen ist einfach ein Stadtteil, der so lebt. Und hier leben Menschen aller Altersstufen, aller Nationalitäten, aller Bildungsschichten. Und das oft sehr gut zusammen. Nicht immer natürlich, aber oft halt sehr gut. Und hier passiert viel, hier ist viel Musik, hier ist viel Kunst, hier ist viel Kultur. Und für mich war klar, wenn ich irgendwann nach Hagen wieder ziehe oder wenn ich in Hagen umziehe, dann muss es ein Ort sein, wo all das Raum hat und wo vor allen Dingen auch ich mit dem, was ich so möchte, Raum habe. Und das geht, glaube ich, nirgendwo anders als hier. Jetzt wird die nächste Frage aufgrund dessen, was du gesagt hast, schon fast polemisch. Willst du vielleicht trotz alledem, was du gesagt hast, irgendwann weg? Nee. Okay. Nee. Statement. Punkt. gibt es bestimmte Attribute, Schlagwörter mit dem Quartier für dich selbst? Bunt. Also ich finde auf jeden Fall, es gibt keinen Stadtteil, der so bunt und so lebendig ist. Und so divers in verschiedene Richtungen und aber vielleicht auch so offen für Lösungen, weil ich glaube schon, dass es hier nicht nur eins, sondern mehrere Probleme gibt und ich glaube, es ist aber ein lösungsorientierter Stadtteil. Das finde ich sehr schön. Lösungsorientiert spielt auch so ein bisschen auf den nächsten Punkt an. Stichwort Veränderung. Welche Veränderungen bzw. hast du Veränderungen wahrgenommen in der letzten Zeit, in dem letzten Jahrzehnt? Welche nimmst du wahr? Ich kann mal kurz sagen, im Gegensatz zu meiner Kindheit hat sich viel verändert. Als ich kleiner war, war klar, dass Freitag Markttag war. Und Freitag war der Markt voll. Und wenn die Mütter auf dem Markt waren und wir von der Schule dann fertig waren, haben wir noch bei Martini ein Eis gegessen. Und es ist viel verloren gegangen von dem, was ich ganz, ganz toll finde, dieser Markttag, diese Lebendigkeit an Freitagen, diese vielen Kneipen auf dem Weg zwischen Tunnelstraße und Stadtmitte konnte man, glaube ich, wenn man wollte, sich einmal vollschütten lassen. Nein, aber Kneipe ist auch immer Kultur, da war sehr viel mehr, als ich noch kleiner war. Da ist von ein bisschen von zurückgegangen, habe ich das Gefühl. Aber was mehr wird, ist die Auseinandersetzung mit dem Stadtteil, der Stadt und der Welt, also ne, mit dem Zentrum unten in der Bismarckstraße, mit dem Chipheilz. Ne? Also es tut sich einfach auf verschiedenen Ebenen ganz viel Neues, was ich toll finde. Die Nacht der Langtische, die am 6. Dezember, die Lichternacht, also Tag der langen Hinterhöfe und so. Also es verändert sich sehr viel in die positive Richtung und vor allem auch für junge Leute, die Skateschool gehört dazu und. Jetzt hast du wieder so ein bisschen vorweggegriffen schon. Als wüsstest du die Frage, woher? aber trotzdem, welche, gerade Stichwort Transformation im Quartier, welche Schritte glaubst du sind wichtig derzeit für das Quartier oder wichtig im Quartier umzusetzen? Ich glaube, ein ganz wirklich richtig elementarer Teil, um das Quartier nochmal auch auf eine andere Stufe zu heben, bist du mit dem Chipheilz, weil im Chipheilz einfach jedem eine Chance gegeben wird, seine Ideen auszuprobieren. Und das heißt, man hat erstmal nicht diese Hürde, um ein Lokal anzumieten, um irgendwie 25 Anträge zu stellen, sondern man kann seine Grundidee erstmal sehr niederschwellig ausprobieren
und hat somit die Chance, sich zu zeigen, sich auszuprobieren. Und ich glaube, das brauchen die Menschen in dem Quartier, ihrer Kreativität, ihren Ideen einen Raum zu geben, ohne dafür direkt bewertet zu werden. Und das ist unglaublich wertvoll für so ein Quartier. Und daraus entstehen viel, viel größere Projekte. Ich meine, meine Sache hier, wo wir hier sitzen, ist das eine, aber auch alles andere, was daraus entsteht und was daraus wächst, ist ganz wichtig. Und ich glaube, es braucht in jedem Quartier einen leeren Raum, der voller Möglichkeiten ist. So. Und das ist ganz wichtig. So, jetzt muss die zweite Hälfte irgendwie noch professionell weiter rumkriegen, sonst macht die Trauerarbeit gleich Sinn. Ich brauche hier einen Taschenstuhl. Zum einzelnen Beispiel. Wir haben jetzt über viele Projekte, viele Initiativen gesprochen. Wo siehst du die, ich habe es genannt, Individualverortung aller ProtagonistInnen, sprich ganz simpel, wo glaubst du, können einzelne Menschen, auch wenn sie jetzt sowas wie jetzt hier gerade, was wir besprechen, sehen, was sie im Alltag, im Viertel sehen, wo glaubst du, wollen oder können die Menschen hier ansetzen, um Dinge umzusetzen, um aktiv zu werden? Ich glaube tatsächlich, wo sie wollen. Das ist das Schöne in Weringhausen. Es ist nicht spezialisiert auf ein Thema, sondern wir haben zwei große Gemeinden, die einfach in spiritueller Basis auch sehr viel zum Stadtteil und zum Leben beitragen. Die eine Ökumene schon seit, tatsächlich schon seit ich denken kann, also seit 33 Jahren wird hier Ökumene gelebt. Es gab meines Erachtens nie ein Gegeneinander, sondern immer ein Miteinander. Es sind Initiativen, die sich um Umwelt kümmern, Grüner Stern, du kannst dich mit Musik auseinandersetzen, du hast hier ein Kulturzentrum, du kannst Kunst machen. Also ich glaube, egal was du als Individuum machen möchtest, du bist einfach in diesem Stadtteil gut aufgehoben, weil du deine Initiative findest oder deinen Punkt findest, wo du dich ausleben kannst und wo du sein kannst. Ich glaube, hier gibt es keine Grenzen, tatsächlich. Ja, und Stichwort Stadt. Wie glaubst du, treten, das ist jetzt sehr polemisch, sehr metaphorisch, aber wie glaubst du, welche Rolle spielt das Individuum Mensch hier im Austausch mit Stadt? Insbesondere, so geht es mir immer, dass ich das Gefühl habe, okay, das Viertel geht als Viertel in sich in den Austausch mit den einzelnen Personen, ProtagonistInnen im Viertel, im Quartier. Welche Rolle spielt für dich das Individuum Mensch hier im Austausch mit Stadt für dich? Wie könnten wir Stadtentwicklung hier vielleicht nach vorne bringen? Ich glaube, Stadtentwicklung funktioniert immer, wenn wir miteinander in den Dialog treten. Also Kommunikation ist da ganz wichtig und auch da zu gucken, wo ist vielleicht der kleinste gemeinsame Nenner. Und ich glaube, wenn ich mir die gesamte Stadt angucke, hat Weringhausen oft ein relativ schlechtes Bild. Der Ausländeranteil ist sehr hoch. Wir haben auf jeden Fall eine Problematik mit dem Abfall. Ne? Also da gibt es noch Luft nach oben zumindest. Und ich glaube aber, dieses Kontra, und da gehen wir nicht hin, weil aufzulösen in ein, wir möchten es lebbar machen und lasst uns doch darüber reden, was ihr braucht, um euch auch hier wohlzufühlen, ist eins, und ich glaube, innerhalb des Stadtteils funktioniert dieses Kommunizieren ganz gut. Es gibt ganz viele Stammtische, es gibt ganz viele Gruppen, wo Menschen einfach miteinander reden, um ins Gespräch zu kommen, wie wir es verbessern. Und ich würde mir wünschen, dass das, was hier schon gelebt wird, was hier Praxis ist, einfach auch über die Stadtteilgrenze hinaus Praxis wird. Zu sagen, komm, wir setzen uns an einen Tisch und wir gucken, was ist unser kleinster gemeinsamer Nenner, wie schaffen wir es, um ein lebenswertes Leben, das sich alle zumindest vielleicht nicht super wohl, aber okay fühlen, wenn sie von A nach B durch die Stadt laufen. Wie schaffen wir das? Das finde ich, ich weiß nicht, ob das die Frage beantwortet hat, aber... Nicht nur beantwortet, das ist letztendlich die Frage, die du damit am Ende gestellt hast, wäre eigentlich die nächste Frage. nämlich wie, und das ist, glaube ich, einer der Punkte, die sich viele intuitiv stellen und Personen, die aktiv im Quartier sind, aktiv stellen. Wie kann diese von dir beschriebene Teilhabe an Veränderungsprozessen im Quartier, wie kann diese Teilhabe für das Individuum Mensch aus deiner Sicht greifbar oder erlebbar werden, ganz plakativ? Indem wir unsere Türen öffnen. Und da meine ich die Initiativen,
die kleinen und großen Initiativen, die es hier gibt und indem wir unsere Türen öffnen und sagen, jeder, der möchte, darf kommen, so wie er ist und wir zeigen dir ein Stück weit von unserer Welt und du darfst Fragen stellen, du darfst teilhaben und du darfst kritisieren und wir nehmen das erstmal auf. Und das aber ohne den, und das finde ich manchmal ein bisschen kritisch, wir Wieringhauser, wir neigen zu unserem Lokalpatriotismus. Und vielleicht müssen wir auch an der einen oder anderen Stelle unseren Lokalpatriotismus mal vielleicht eine Stufe zurückstufen. Ne? Also wir sind nicht das Nonplusultra, das glaube ich nicht. Also für mich ist es das schon. Ne? Aber ich habe durchaus auch Freunde und Freundinnen oder Menschen, die da ein anderes Ideal einfach haben und zu sagen, okay, ich habe mein Ideal, für mich passt das sehr gut. Du hast dein Ideal, das darfst du auch behalten und du darfst gerne in Halden wohnen, in deiner, ne, also in dieser Welt, das wäre jetzt nichts für mich und da einfach mal wertfrei ranzugehen und trotzdem die Türen füreinander zu öffnen, um da die Möglichkeit zu geben, auch da in ein Gespräch miteinander zu kommen. Kira, dein Lieblingsort im Quartier und warum? Das ist richtig schwierig. Das ist richtig schwierig. Ich habe da, darf ich auch mehrere Lieblingsorte nennen? Tatsächlich eins meiner Wohlfühlorte ist das Haus von meinen Großeltern in der Tunnelstraße. Da bin ich einfach groß geworden und meine Großeltern sind da groß geworden und die haben mir da Mandarinen geschält und die haben die tollsten Geschichten da vorgelesen in ihrer Wohnung und das ist einfach, das ist so ein Stück Heimat. So. Das zweite ist die Pauluskirche und die Gemeinde und alles drumherum, weil das war auch ein großer Teil meiner Kindheit und Jugend. Ich bin da in der Jugendgruppe groß geworden. Wir haben da Freizeit mitgemacht. Ich habe im Jugendzentrum gearbeitet. Auch das fühlt sich wie ein Stück Zuhause an. Dann haben wir den Wald, der einfach so ein Naherholungsding ist. Ne? Also wir brauchen gar nicht weit weg, um uns zu erholen, um rauszukommen, um mal wieder durchatmen zu können. Wir haben die Pelke, in der man immer jemanden trifft, mit dem man Bierchen trinken kann. Und ich glaube, mein neuer Lieblingsort wird wahrscheinlich der hier. Welcher? Die Trauerbahn. Deine Zukunftsvision in einem Satz. In einem Satz. Ich wünsche mir ein friedliches Miteinander, in dem wir an unseren unterschiedlichen Meinungen wachsen, um ein gemeinsames Bild für die Welt zu schaffen. Wer bist du? Stell dich kurz vor. Ja, mein Name ist Jürgen Breuer. Ich lebe bzw. arbeite seit 1976 in Wieringhausen. Mein Wohnort ist es nicht mehr. Ich wohne inzwischen seit 15 Jahren etwas außerhalb von Hagen, arbeite aber hier eben seit exakt 44 Jahren im Quadrux Buchladen. Der wird nämlich morgen 44 Jahre alt. Und war auch knapp 30 Jahre dem Kulturzentrum Pelmke verbunden, beziehungsweise auch lange in der Position des Geschäftsführers dort. Ansonsten bin ich 66 Jahre alt, jetzt nicht mehr in der Pelmke beschäftigt und ja, werde weiter hier im Buchladen aktiv sein und mal schauen, was noch so kommt. Ja, damit hast du tatsächlich die eigentlich zweite Frage schon vorweggenommen, seit wann Wieringhausen? Warum kam das denn bei dir oder hast du irgendein Momentum, wo du sagst, deswegen Wieringhausen? Ja, ich bin damals nach Hagen gekommen, 75, weil ich Sozialarbeit studiert habe. Und es war einfach so, wenn man irgendwie kulturell, politisch aktiv war, Gleichgesinnte treffen wollte, das war dann einfach Wieringhausen, weil hier war so ein bisschen, entwickelte sich quasi so eine Szene. Es gab schon länger eine Szene, aber dass man sagen konnte, so eine Politszene, Kulturszene entwickelt sich so richtig. Das fing Mitte der 70er Jahre an. Das ging dann hier, es gab seinerzeit 76 das Hagener Volksblatt, so eine Initiativenstadtzeitung.
Das war ein Grund und sehr aktiv war ich auch damals in der Anti-Atomkraft-Bewegung. Da gab es hier eine Gruppe, die aktiv gearbeitet hat. Naja, und hier war halt die Treffpunkte in der Mitte der 70er Jahre waren halt bei Rainer am Wilhelmsplatz, diese Kneipe. Da traf man sich dann eher nachts und vorher die Initiativen oder auch den Vorclub, den es damals noch gab, das spielte sich dann eher im Fässchen ab. Seltsamerweise. Das Fässchen war früher was ganz anderes als heute. Also ganz viele Politgruppen, die es damals gab, haben sich dann abends um 8 im Seitenraum des Fässchens getroffen. Und einmal im Monat war auch der Vorclub da. Und das war so halt das, was einen dann schon so gebunden hat. Dann habe ich ab 78 auch direkt in Weringhausen gewohnt, vorher noch ein bisschen woanders in Hagen. Das war dann halt auch ein bisschen die WG-Zeit. Oben an der Buscherstraße gab es große Wohnungen und in jedem Haus gab es 1 bis 3 WGs. Ja. Und das war so ein bisschen das soziale, politische, kulturelle Zentrum dann auch hier, der Kern von Weringhausen. Verbindest du bestimmte Attribute, Schlagwörter mit dem Quartier Weringhausen generell im Allgemeinen für dich? Schlagwörter, ja. Erstmal ein lebhaftes Viertel. Irgendwie kulturell und auch politisch, sozialpolitisch gab es immer Aktivitäten hier. Das zog sich wirklich durch diese, wie viele Jahre sind das dann jetzt, 45 Jahre, die ich den Stadtteil kenne, durch. Das immer so was hier passierte und halt ein sehr gemischter Stadtteil. Ich habe es viele Jahre lang beschrieben, in Weringhausen gibt es alles, wie in einer Gesellschaft. Oben haben wir das eher etwas reichere Viertel und unten geht es so ein bisschen in die Bronx, muss man dann auch sagen, bis zur Weringhauser Straße. Und so die lange Straße war immer das Zentrum und hier lief viel zusammen und die Leute haben sich getroffen, also eben auch die eher reichen Leute, aber eben auch die Leute, die wirtschaftlich eher schwach, also ob es nun Studenten waren oder sonst wie wirtschaftlich in schlechten Situationen lebenden Menschen. Ja. Also Arbeitslosigkeit und, was da so alles zusammenkommt. Zuwanderung. Und welche Veränderungen, da sind wir so ein bisschen bei dem Thema, das du jetzt gerade schon angeschnitten hast, welche Veränderungen hast du wahrgenommen? Welche nimmst du wahr? Beziehungsweise welche Veränderungen bzw. Transformationsprozesse glaubst du sind elementar fürs Quartier, fürs Viertel? Ja klar, was man auf jeden Fall im Stadtteil feststellen konnte, nicht nur im Stadtteil, sondern im ganzen Land auch, dass es immer mehr Menschen gab, die wirtschaftlich, sozial letztlich dann auch benachteiligt waren. Der Anteil ist mit Sicherheit auch in Weringhausen gewachsen, gerade im unteren Teil von Weringhausen. Das wirkt sich natürlich auch ein bisschen auf den Alltag aus. Also viel Zuwanderung haben wir hier, wobei es die immer schon gab. Heute sind es dann eher Menschen aus Rumänien. Früher waren es, das reichte von Italienern, Griechen, Türken und ganz viele Nationalitäten. Das hat es eigentlich immer schon gegeben. Auch so ein Thema, was heute oft so ist, den rumänischen Menschen wird vorgeworfen, sie würden den Stadtteil verkommen lassen. Dieses Gespräch um Stadtsauberkeit, dieses Gespräch führe ich seit 45 Jahren in Weringhausen. Es ist ein bisschen schlimmer geworden, aber da muss man auch sagen, die Stadt hat auch inzwischen wesentlich oder viele Mülleimer abgebaut. Nur noch an der Bushaltestelle. Früher hingen alle 50 Meter hingen ein Mülleimer. Gibt es heute nicht mehr. Gut, man kann auch sagen, über diese vielen Jahre, das war so kulturell, politisch, waren so 70er, 80er Jahre sehr aktiv. In 90er Jahren war es vielleicht etwas ruhiger, also nie ganz ruhig. So, und habe schon jetzt in den letzten Jahren das Gefühl, dass wieder mehr passiert. Also gerade da auch in Weringhausen der Anteil an jungen Menschen zugenommen hat. Also die nach Weringhausen kommen jetzt auch vorsätzlich. Ja. Das gab Jahre, da war das nicht so.
hängt vielleicht auch mit der Geschichte zusammen. Ich selber bin durch mein Studium hier hingekommen. Mhm. Man konnte in den 70er, Anfang der 80er Jahre Sozialarbeit, Architektur, Betriebswirtschaft, sowas alles in Hagen studieren. Und das hat durchaus Menschen nach Hagen gebracht. Es muss man so platt sagen, die was im Kopf hatten. Es sind übergeblieben die Elektrotechniker und Maschinenbauer und die waren sozialpolitisch eher wenig interessiert. Also kann ich durchaus aus praktischer Erfahrung sagen, ich war auch ein paar Jahre im AStA an der Fachhochschule hier und das war ganz gräuslich. Dadurch, dass das abgenommen hat, also dass diese Fachbereiche verschwunden sind, gab es irgendwie so ein bisschen so ein Loch auch von Leuten, die neu nach Hagen gekommen sind. Mein Gefühl ist, das hat sich in den letzten Jahren wieder etwas verändert. Mag sein, dass jetzt Leute, die in den umliegenden Städten studieren, in Hagen besser wohnen können, dass es hier was gibt. Und ja, wie wir es vorhin schon mal hatten, Weringhausen hat schon was. Es gibt eben auch Menschen, die sind weggezogen nach Hamburg, Berlin, München, die sind zurückgekommen. In der Tat. Es gibt halt die Menschen wie mich, die jetzt seit 45 Jahren in Weringhausen geblieben sind. Ja. Und ich glaube, habe da auch keinen Fehler gemacht. Ich habe das nie bereut, dass ich hier bin. Also das, ja. Da sind wir so ein bisschen bei der nächsten Frage bezüglich des Individuums. Welche Rolle spielt das Individuum Mensch hier im Austausch mit Stadt für dich? Mit anderen Worten, wo kann, wenn zum Beispiel ich als Zugezogener jetzt in das Viertel hineinstoße, wo könnte ich mich partizipativ zeigen? Wo könnte ich mich engagieren? Wo glaubst du, hätte ich da Möglichkeiten? Ja gut, ich denke mir, das ist einmal erst ein bisschen in den Stadtteil eintauchen, also durch das hier Leben, über die Lange Straße laufen oder in anderen Gebieten. Es gibt hier natürlich auch Treffpunkte, das reicht vom Kulturzentrum Pelmke über das Nachhaltigkeitszentrum, diverse kleine Läden, die sich, also Galerien, die sich hier entwickelt haben und diverse Initiativen, die es hier auch gibt. Da denke ich, kann man schon Kontakte bekommen. Nicht zu vergessen, ich finde ja auch weiterhin, dass so ein Laden wie Gora, also unser Gemüsehändler, durchaus so ein Treffpunkt ist. Man hat abgesehen davon, was man von dem Salatuce persönlich hält, aber irgendwie ist der Laden auch so ein Treffpunkt. Wie ich das immer sage, da gibt es Tomaten für 1 Euro und Tomaten für 5 Euro. Und das bringt halt auch die unterschiedlichen Leute zusammen. So, aber genauso so ein Bioladen gehört auch mit zu so einer Struktur. Also der einfach so ein bisschen so ein anderes Lebensgefühl vermittelt hier. Ja. Und das ist schon wichtig. Und wie gesagt, für viele, die schon länger hier wohnen, ist es ja so, wenn man mal eben einkaufen gehen will, dauert das immer ziemlich lange, weil man Leute auf der Straße trifft und dann guckt. Klar, man muss sich schon an diese Orte, wo was passiert, annähern, reinbegeben, aber ich glaube schon, dass dann was passieren kann. Ja. Ganz plakativ, dein Lieblingsort im Quartier? Ups. Naja, das Kino in der Pelmke und der Buchladen sind einfach für mich so sagen, weil die haben auch viel mit meiner Geschichte zu tun. Und damit haben wir eigentlich schon, bevor man jetzt en Detail explizit wird, welche Rolle spielt der Ort im Quartier für dich, hast du ja jetzt schon erwähnt. Die nächste Frage, deine Zukunftsvision, und damit kommen wir schon so langsam zum Ende, aber deine Zukunftsvision in einem oder zwei Sätzen für das Quartier, was würdest du dir wünschen, was erhoffst du dir aus deinem Blickwinkel? Ich erhoffe mir erstmal, dass die Leute, die in Weringhausen sind, die nach Weringhausen gekommen sind, aktiv sind in den verschiedenen Initiativen, das auch bleiben werden und aktiv bleiben werden, weil es ist nicht einfach, das wissen wir alle, weil die Probleme sind einfach da, die wir im Stadtteil haben und die lassen sich auch nicht durch eine nette Party oder eine nette Politaktion wegdiskutieren oder so und dass da einfach
dieser Zusammenhalt noch größer wird und naja, nach Wegen gemeinsam gesucht wird, wie kann man diese Probleme angehen? Also jetzt ganz konkret die doch sehr überproportionale Zuwanderung in Beringhausen. Das ist einfach, ist ein Problem. Das ist von so einer Stadtgesellschaft kaum noch zu tragen. Da muss also auch was von außen kommen und in die Richtung müssen auch Forderungen gehen. Das ist einfach letztlich schrecklich und sehr schwer für so eine Community, also für so eine Community-Stadtteil, sowas aufzufangen, ohne dass es soziale Konflikte oder wirtschaftliche Konflikte gibt. Mich stört immer, dass das soziale Probleme sind. Es sind keine sozialen Probleme. Es geht immer um das Geld, was die Leute in der Tasche haben oder nicht. Also wirtschaftliche Probleme. Sie haben eher wirtschaftliche Konflikte. Genau. Ja. Weil die sind ja nicht sozial schwierig, sondern wirtschaftlich in einer schwierigen Situation. Und viele der rumänischen Menschen, die jetzt hier sind, sind ja auch nicht freiwillig hier. Eben, genau. Dass dann Tausende direkt immer in einer Stadt oder in 3, 4 Städten in Nordrhein-Westfalen landen, ist einfach dem Ganzen nicht zuträglich. Und da hoffe ich aber, weil es eben auch so viele Initiativen gerade gibt im Stadtteil, dass Leute aktiv sind, dass da die Energie und die Kraft noch bleibt, um daran zu arbeiten, um das einfach das Besondere von Beringhausen noch aufrechterhalten zu können. In diesem Sinne, jetzt kommen wir gerade schon zum Ende. Ist dir jetzt gerade noch, Jonas, liegt dir jetzt in diesem Moment noch irgendwas auf dem Herzen, was du jetzt in diesem Format loswerden wollen würdest, neben den Dingen, die du jetzt angesprochen hast? Oder bringen wir es jetzt gerade zum sehr wohlwollenden Schluss? Es gibt immer soziale Probleme, wirtschaftliche Probleme, alles Mögliche an Problemen, aber das Wichtige dabei ist ja irgendwie, dass man dabei auch nicht vergisst, dass man auch Spaß haben muss. Also es geht nicht nur darum, von morgens bis abends das Elend der Welt zu diskutieren, was durchaus vorhanden ist, nicht nur auf Beringhausen bezogen, sondern es treffen uns ja noch viel mehr Sachen. Dass man einfach um Lebensfreude, um Energie auch zu sammeln, zusammen was Schönes machen muss, irgendwie Partys feiern muss, irgendwie sich treffen muss, auf ein Bier, auf einen Tee, auf einen Schnaps, auf einen Kaffee, alles, was so geht und aus solchen Sachen dann auch ein bisschen Energie schöpft. Das sind einfach so große Aktionen, wie es. Vielleicht wird es ja wieder ein Stadtteilfest geben oder eine Nacht der langen Tische oder neulich sowas wie den Parking Day, das sind ja alles Sachen, wo man auch Spaß bei hat, die manchmal viel Arbeit sind, aber und das ist wichtig, das darf man bei allem nicht vergessen, weil sonst, wenn man vergisst, dass man auch Spaß haben kann, dann ist alles andere. Dann ist alles vorbei. Der Depression gewidmet. Und das genau. Ja, in diesem Sinne, ich danke dir für das kurze, knackige Interview. Und ja, okay, bis zum nächsten wunderbar. Mal und auf den Straßen Beringhausen, genau. Würde ich sagen. Okay. Ja, hi, cool, dass das geklappt hat, so spontan. Wer bist du? Stell dich doch mal kurz vor. Ja, ich bin Lucius Antonin, knappe 70 Jahre, wohne seit 2000 hier in Beringhausen. Dann hat sich die nächste Frage auch schon geklärt. Seit wann Beringhausen? Also seit gut 22 Jahren. Ja, 5 Jahre war ich wieder weg, war dann wieder gekommen. Wie so viele. Warum für dich die Entscheidung Beringhausen? A, der Liebe wegen. Und B, ja, weil ich, als ich in Rente gegangen bin, dann ja auch hier mehr oder minder mit unserem Verein weitermachen wollte, beschäftigt sein wollte und natürlich hier sehr viele Freunde und Bekannte habe. Cool. Für Leute, die vielleicht das Interview sehen, sich interessieren und dich, uns nicht kennen, über was für einen Verein sprechen wir gerade? Über den soziokulturellen Treffpunkt am Wilhelmsplatz. Cool. e.V. Gab es für dich Momente, du hast gerade erwähnt, du warst zwischendurch 5 Jahre weg, gab es Momente, in denen du für dich generell gesagt hast, okay, jetzt will ich vielleicht sogar tatsächlich weg aus Beringhausen, oder war das für dich immer eine Herzensangelegenheit? Nee, das war, die 5 Jahre war aus beruflichen Gründen und anschließend bin ich dann wieder hergekommen. Cool.
Verbindest du bestimmte Attribute, Schlagwörter im Allgemeinen mit dem Quartier, mit Weringhausen? Was wird dir so ad hoc einfallen? Ja, früher haben wir mal den Kies gesagt und ich denke mir, das steht auch so. Würde ich so unterschreiben, auch für mich, obwohl ich noch keine 22 Jahre geschafft habe. In deinen 22 Jahren, da sind wir auch so ein bisschen beim nächsten Punkt, welche Veränderungen hast du wahrgenommen, beziehungsweise welche nimmst du vielleicht auch im Moment wahr, etc.? Gut, ich würde mal sagen, in den letzten Jahren, weil ich ja auch dann hier wieder gewohnt habe, ist hier gerade auch in Weringhausen einiges passiert. Ne? Wir haben jetzt hier den Onkel Joe seinen Laden gehabt, wir haben hier den Nachhaltigkeitsgedönse, wir haben hier ein guter Buchladen hier, Quadrux ist schon zig Jahre hier, aber so wie Repair Café und jetzt auch noch hier Pauline, da den Instrumentenladen oder beziehungsweise Werkstatt, ne? Und das fällt auf, dass auch viele Sachen hier wieder sich nach Weringhausen orientieren, genau wie ihr auch hier mit Zipuls, ne? Und es tut sich was in Weringhausen und das finde ich auch nicht so gut, ne? Da sprichst du mit dem sehr gut eigentlich schon den nächsten Punkt an, nämlich welche, ich habe es jetzt genannt, Transformationsprozess, man kann auch sagen, welche im Allgemeinen Veränderungen glaubst du sind denn elementar für die Entwicklung im Quartier, die vielleicht für dich auch einfach elementar wäre? Boah, da fällt mir so im Moment gar nichts Extremes ein oder so, ja, oder Spezielles, weil mein Schwerpunkt ist mehr oder minder unser Verein, ne? Und das heißt, da sind sehr viele ältere Menschen, jüngere Leute, die herkommen. Ne? Und damit bin ich eigentlich auch ziemlich, sag ich mal, ausgelastet. Ja. Ne? Oder jetzt so wie hier, dass ich hier ab und zu mal rüberkomme oder, so. Wo siehst du denn die Verortung aller einzelnen Menschen im Viertel, beziehungsweise wo glaubst du, wenn jemand zum Beispiel neu zuzieht und sich orientieren will, wo glaubst du, siehst du die Funktion, wo glaubst du, können sich einzelne Menschen einbringen, wo glaubst du, ist es wertvoll zu sagen, hier kann ich Weringhausen erleben? Ja, wir haben ja die Pelmke, da ist ein Kulturzentrum, ob das Leute jetzt gerne Musik machen und ich denke mir, da ist für die auch Kleinkunst, denke ich mir, ist da untergebracht, ne? Insofern, da wäre eine Möglichkeit, ja, ich weiß nicht, bei euch oder im Repair Café, wenn die Leute handwerklich begabt sind, wie jetzt Elektriker oder Fahrradschrauber oder sowas, ist ja oft, dass da Leute auch wechseln und ich ins Repair Café da hingehen und den Leuten da unter die Arme greifen. Ne? Ja. Oder jetzt auch hier, jetzt, was zurzeit am Willi abläuft, da sind ja die Kindergruppen, die teilweise von Leuten unterstützt werden und auf Bodelschwingplatz. Ist da das gleiche in Grün, da ist auch, ich glaube, vom Grünen Stern ist da was gelaufen. Genau, ja. Und Bäder ja. Und so, ne? Ja. Ich meine, wenn da noch Spaß hat mit Kinderarbeit oder Jugendarbeit, der ist da auch gut aufgehoben. Ne? Total. Da haben wir jetzt auch eigentlich schon den nächsten Punkt abgegriffen, nämlich das, mir ging es um das greifbar und erlebbar werden von eben dieser Partizipation im Quartier und ich glaube, das hast du gerade schon sehr eindrucksvoll gezeigt, dass es mannigfaltige Möglichkeiten gibt, verschiedenste Interessensgebiete, die Personen, die neu dazukommen oder auch vielleicht schon länger hier sind, aber sich noch nicht orientiert haben und neue Dinge starten wollen. Ich glaube, dass es da, also da hast du schon eine sehr große Bandbreite genannt, die wir hier im Viertel möglicherweise haben. Ja, wir haben jetzt auch festgestellt in letzter Zeit, dass auch wieder ältere Leute herziehen nach Weringhausen, die dann erstmal bei uns die Anlaufstelle haben, um zu gucken, wen können sie treffen oder wen können sie kennenlernen und. Ja. Wir haben jetzt einen, der Günther, der hat hier einen Spieleladen in Haspe. Der ist jetzt wieder nach Weringhausen gezogen. Der kommt jetzt regelmäßig zu uns, weil er da auch Kontakte findet und. Ne? Und ich denke, wir haben die gleiche Möglichkeit, ne? Dass die Anlaufstelle da ist und dann rumfragt. Ne? Wir sind ja nicht nur für jüngere Leute, sondern auch so wie bei uns teilweise auch Rentner dabei oder noch ältere. Ne? Ja. Und, cool. Dein Lieblingsort, hast du einen in Weringhausen? Mein Wohnzimmer. Dein Wohnzimmer? Unser Treff, das sagen wir mal, das ist unser Wohnzimmer. Ja. Ne, weil man da auch so immer hingehen kann, sich treffen kann, unabhängig von dem, was wir da machen oder welche Sachen wir anbieten.
weil es immer mal, wenn man sagen kann, oh ja, komm, man trifft sich, gehen wir da rein, haben wir Ruhe, setzen uns da hin, hören Musik, quatschen, trinken Bier und ne, das ist also schon, ist ja nicht nur meine Sache, machen andere das, auch, wenn genau, die das ja. Kochen fürs Erzählen, ach so, haben wir vergessen, Erzählkaffee. Ne? Ja. Und dann gehen Ula und Heike oder so, gehen dann auch rüber, da haben sie ihre Ruhe, sind so unter sich, quatschen. Ja. Ne, ist schon okay. Das, das erweiterte große Wohnzimmer. Ja. Cool. Wir kommen so langsam schon tatsächlich zum Schluss. Hättest du denn ganz plakativ deine Zukunftsvision in vielleicht einfach einem Satz, zwei Sätzen? Zukunftsvision, einfach lange gesund bleiben. Ne? Und etwas, vielleicht noch etwas länger leben. Ne? Das klingt sehr, sehr, es wäre auf jeden Fall sehr, sehr schön und eine Bereicherung für Erikhaus. Ja, für mich auch. Und ich wollte gerade sagen, und irgendjemand muss dann ja auch das Bier noch zapfen. Ne? Also, ja, das, und wir müssen auch noch den Nachwuchs anlernen. Eben, irgendjemand muss da die Treppe runter und hochtragen. Ja. Das hast du ja in Perfektion mittlerweile raus. Ja, auf jeden Fall. Hast du noch schlussendlich irgendwas zu sagen? Ist dir, liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen, was du gerne in diesem Format loswerden würdest? Ja, ich könnte sagen, also, obwohl ich ja schon hier so lange lebe, und man, ja, früher hatten wir eine Kiezkneipe, das war das Anno damals. Da war, hat sich auch immer so ein Kern gebildet, ja, von ehemaligen Lehrern oder damals sogar noch Lehrern. Mhm. Da haben wir auch über viel Politik und Geschichte gequatscht, so wie auch bei uns jetzt. Und, aber in der Zeit, wo ich hier mit dem Treff zugange bin, so viele Leute habe ich hier noch nie kennengelernt. Ne? Also die sich da austauschen und die gerne wiederkommen. Das liegt wohl auch daran, ja, wir haben jetzt Dreijähriges, ja? Ja, ja. Und in den 3 Jahren habe ich so viele tolle Leute kennengelernt, ja. Da muss ich sagen, das hat mich überrascht. Ne? Ja. Also, weil ich ja erstmal Befürchtungen hatte, wie lange wir überhaupt da bleiben können. Auch noch durch Corona natürlich, das war für jeden, ja, glaube ich, eine schlimme Sache. Ne? Ja. Nee, aber, und es macht einfach Spaß. Und das hält mich jung davon ab. Ist auch ja. Eine schöne Sache, ja. Und ein bisschen geistig natürlich auch. Das auf jeden Fall. Es kommt auf die Uhrzeit an und auf den Bierpegel, aber prinzipiell im Allgemeinen schon. Auf jeden Fall. In diesem Sinne, vielleicht gleich auf ein Bierchen. Ich danke dir. Das war's auch schon. Und ja, bis zum nächsten Mal bei uns hier im Quartier. Ja, hi. Geil, dass das geklappt hat, so spontan. Wer bist du? Stell dich doch mal kurz vor. Also ich bin der Pasquale Pignadaro und bin hier in Weringhausen geboren. Und lebe immer noch hier in Weringhausen. Bin 1981 hier in Weringhausen im Allgemeinen Krankenhaus geboren. Ja, cool, da hast du mir jetzt schon die nächste Frage vorweggenommen. Okay. Mega. Seit wann Weringhausen haben wir dann auch schon durch. Und gut, warum die Entscheidung Weringhausen ist ja ein bisschen hinfällig mit Geburt. Mhm. Aber dann vielleicht nochmal so ein bisschen tiefgreifender, warum die Entscheidung vielleicht eher zu bleiben oder gab es Situationen, in denen du weg wolltest oder hast du irgendwas für dich geplant? Willst du irgendwann mal weg? Hast du noch andere Bezugspunkte, Orte? Also ich war immer Weringhausen angezogen, dass ich mich immer hier wohlgefühlt habe und niemals hier wegziehen wollte eigentlich. Ich habe aber 2 Jahre in Haspe gelebt, eine Zeit lang. Und habe mich aber immer zu Weringhausen zurückziehen wollen und eben hier wohnen wollen. Und jetzt habe ich mir den Traum erfüllt und habe eine schöne Wohnung hier in Weringhausen und wohne hier in Weringhausen. Cool. Also einmal 2 Jahre abtrünnig geworden, genau. Und dann wieder back to the roots. Ja. Aber nie verloren gegangen. Nee. Ja. Verbindest du bestimmte Attribute oder Schlagwörter, die dir so in den Sinn kommen, mit dem Quartier, mit Weringhausen? Wenn es nur um einzelne Wörter, einzelne Begriffe gehen würde. Ich würde sagen, vielleicht Lange Straße ist ein sehr guter Begriff hier für Weringhausen, was auch in ganz Hagen eben sehr, sehr bekannt ist durch diese Straßenfeste und diese Organisationen, die hier auf der Lange Straße präsent sind und regelmäßig eben Meetings veranstalten und Treffen mit den ganzen Ur-Weringhausen. Oder die das Viertel gerne erhalten möchten und aufwerten möchten. Da bist du fast schon wieder so ein bisschen beim nächsten Punkt. Da können wir direkt anschließen. Welche Veränderungen hast du wahrgenommen? Welche nimmst du wahr? Welche würdest du vielleicht gerne sehen? Ja,
Ich finde die alten Häuser hier, dass die erhalten werden, finde ich sehr, sehr schön, weil das ist der Charakter von Weringhausen mit diesen ganzen Altbauten und diesen Vorkriegshäusern, was den Charme hier in Weringhausen natürlich ausmacht. Und dieses Multikulti ist hier sehr schön, was sich jetzt entwickelt hat und immer bunter wird. Weringhausen. Welche Transformationsprozesse, im Allgemeinen Veränderungsprozesse, egal ob allgemein gesellschaftlich oder du hast jetzt gerade schon so ein bisschen bautechnisch angesprochen, glaubst du, sind elementar, sind wichtig für Weringhausen, um Faktoren, die dir auch wichtig sind, zum Beispiel einfach zu stützen, weiterzubringen? Ja, finde ich schon, auf jeden Fall, weil sonst der Charakter von diesem Viertel natürlich irgendwo verloren geht oder abdriftet. Ja, dass es eben nicht so angesehen wird, wie es jetzt angesehen wird, in dem Sinne mit den Altbauten und diesen alten Charme. Auf die Personen, die hier leben, bezogen auf die, du hast gerade ein paar Organisationen angesprochen, erstmal nur als Organisationsstrukturen. Wo siehst du da Veränderungsprozesse, die wichtig sind fürs Viertel? Vielleicht ein bisschen weg von dem Städtebaulichen hin zu den Menschen, die hier aktiv sind. Du hast es gerade so beschrieben. Dass man die Menschen mehr zusammenführt vielleicht und mit Festen oder mit Meetings, die man vielleicht nur zum Diskutieren oder zum Vorschläge zu machen, um eben etwas hier in Weringhausen aufzuwerten oder schöner zu machen, finde ich, sollten mehr stattfinden, dass die Menschen auch hier zusammenkommen. Wo siehst du vielleicht genau darauf bezogen die Individualverortung, also sprich, wo kann die einzelne Person, wenn jetzt jemand neu zugezogen ist oder auch vielleicht schon länger hier lebt, im Viertel aktiv werden, um die Dinge, die du jetzt gerade auch schon alle genannt hast, vielleicht zu unterstützen, teilzunehmen, etc.? Wo glaubst du, haben Menschen da die Chance anzupacken, anzugreifen? Oder vielleicht anders gesagt, welche Rolle glaubst du, spielt der einzelne Mensch in Bezug auf Entwicklung von Weringhausen hier im Viertel? Dass er sich auch um das Viertel sorgt und eben dafür steht, dass es sauber bleibt oder dass es eben im Ganzen eine Ordnung auf den Straßen gehalten wird, kann man so sagen, weil jeder sich dafür einsetzen könnte. Perfekter Übergang. Wo genau, wenn du irgendein Beispiel nennen könntest, wo könnte, wenn jetzt jemand auf mich, auf dich zukommen würde, die Person sich dann zum Beispiel einsetzen, hast du gerade gesagt. Genau. Wo glaubst du, ginge das hier im Quartier? Auf den verschiedenen Plätzen, die wir hier in Weringhausen haben, natürlich mit Info oder mit Aufklärungsdiskussionen, kann man so sagen, oder eben, dass man eben vielleicht die Leute darauf mehr aufmerksam macht, dass es schön aussieht, wenn es im Ganzen eine bestimmte Ordnung auf den Straßen herrscht, kann man so sagen. Perfekt, cool. Wie glaubst du, können wir es schaffen, Dinge, die auch beispielsweise Dinge, über die du jetzt geredet hast, die dir wichtig sind, die hier über Organisationen, die du jetzt genannt hast, oder Informationsveranstaltungen, die du erwähnt hast, stattfinden, wie glaubst du, können wir das auch nach außen hin sichtbar machen und greifbar machen? Du hast gerade einmal über Außenwirkung von Weringhausen gesprochen. Wie können wir das vielleicht über die Stadtteilgrenzen hinaus greifbar, sichtbar, erlebbar machen? Vielleicht durch Events, durch Projekte? Ja, natürlich, durch Projekte, dass auch gut Werbung gemacht wird, eben über die Grenze von Hagen hinaus oder eben, dass man auch mal das Viertel vielleicht in anderen Großstädten präsentiert mit Flyern oder mit Fotos. Vielleicht auch so ein Stadtfenster, eben so ein Schaufenster irgendwo einrichtet, dass es eben auf Weringhausen hinweist, was hier sehr schön ist und wie die Lebensqualität hier in Weringhausen ist. Das ist ein Stichwort, das hätte ich jetzt vorab gar nicht gefragt, aber finde ich ein sehr gutes Stichwort an sich. Was würdest du denn als Lebensqualität in Weringhausen für dich beschreiben?
dass alle Menschen hier miteinander sehr gut zusammenkommen und eben sich gegenseitig helfen, dass die Hilfsbereitschaft hier in Geringhausen sehr, sehr groß ist und dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die eben sich einsetzen und Initiativen starten. Mit, ob es Straßenreinigung ist oder Parkanlagen schön machen oder diese Gärten hier überall schön gestalten in den Hinterhöfen und so weiter und so fort. Ja, das ist die Lebensqualität hier in Geringhausen. Dein Lieblingsort im Quartier? Lange Straße. Welche Rolle spielt der Ort für dich? Es ist Zusammenkommen und viele Bekannte sehen und nur spazieren gehen auf der Langen Straße ist schon ein Erlebnis. Kann auch gegebenenfalls mal lange dauern. Von einem Punkt zum anderen. Natürlich, wenn man sehr viele Leute trifft und sehr viel in Gesprächen verwickelt wird. Natürlich, aber in sehr schönen Gesprächen. Deine Zukunftsvision in einem Satz. Dass Beringhausen noch multikultureller wird. Irgendwie noch irgendwas von dir, was dir noch gerne jetzt auf dem Herzen liegen würde, so in dem Format, dass du gerne einfach noch mal kurz sagen würdest, dass du noch zu sagen hast. Ja, ich respektiere das sehr, sehr stark. Die Arbeit von Lukas und von Roman, die sich sehr stark dafür einsetzen. Und ich befürworte das in allen Facetten. Ach du meine Güte, ich glaube, da muss ich später drunter schreiben, dass das nicht geskriptet ist. Ich danke dir an dieser Stelle nicht nur für den Satz, auch für das Interview. Das war schon. Sehr gerne. Perfekt. Ich danke dir, mein Lieber. Lukas. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wolltest du kurz gucken? Tasso. Thank you.
heute ist es, dann jetzt haben wir es. It's wrong!